Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe von Andys Kinoblog. Heute habe ich ein Blu-ray-Update für euch und zwar kommen zwei neue Blu-ray-Editionen, Sammler-Editionen auf den Markt in der nächsten Zeit. Und da habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, mache ich nochmal ein Infovideo, weil der ein oder andere von euch nicht weiß, was da kommen soll. Ja, wie ihr schon sehen könnt, haben wir hier einen schönen Predator-Kopf. Sieht sehr gut ausgearbeitet. Wie groß der jetzt ist, keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Firma CEDE, das ist ja ein Schweizer Unternehmen, am 12.12.2013 diese Limited Predator Heat Edition in Real 3D auf den Markt bringt. So sieht das ganze gute Stück von vorne aus. Sieht ziemlich geil aus. Und natürlich der erste Teil von Predator mit Arnold Schwarzenegger und Carl Weathers. Ja, die 3D-Konvertierung soll sehr gut werden. Ich freue mich auch schon auf die 3D-Konvertierung, denn die Umwandlung von DVD auf Blu-ray, diese Remasterung, die dort stattgefunden hat, war für mich schon eine ganz, ganz tolle Geschichte und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und die Bildqualität auf Blu-ray von Predator 1 ist auf jeden Fall gigantisch und super toll, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und daher kann ich nur sagen, die 3D Geschichte wird bestimmt auch ein voller Erfolg. Ja, wie gesagt, dazu gibt es natürlich diesen Predator-Kopf. Das Ganze wird am 12.12. rauskommen, über Österreich und Deutschland zu bestellen natürlich. Und kostet, wie ihr hier sehen könnt, 59,99 €. So wie es aussieht, werden wohl Zollgebühren anfallen. Damals habe ich diesen Avenger-Koffer gekauft. Der hat eine Zollgebühr von ca. 20 € und bei einem Preis von 59,99 € wird die Zollgebühr hier nicht so groß sein. Ich denke mal zwischen 10 und 15 €. Also alles, was ihr da hört, weil ich habe schon öfters solche Sachen aus dem Ausland bestellt, auch aus Amerika, da sind die Zollabgaben nicht ganz so hoch. Es kommt immer darauf an, wie schwer das ist und natürlich wie groß und wie teuer. Das ist vom Preis abhängig. Ja, ist eine Disc drin derzeit, also sind noch nicht alle Sachen so hundertprozentig auf im Trockenen. 107 Minuten, wie der Predator halt läuft und ab FSK 16 Jahren freigegeben. Auf jeden Fall eine ziemlich geile Edition und da ich ja auch den iRobot-Schädel habe und den Terminator-Kopf, vervollständigt das praktisch auch meine Sammlung und daher habe ich das natürlich auch in Österreich direkt schon beziehungsweise in der Schweiz bei CDE bestellt und ja, ihr solltet das auch machen. Hier oben könnt ihr nochmal den Link sehen, beziehungsweise www.cede.de einfach bestellen und dann bekommt ihr das auch dann am 12.12. Denkt dran, es ist eine limitierte Auflage und bestimmt auch heiß begehrt. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Ding und zwar das ist der Hobbit. Vor einigen Wochen wurde ja in einigen Foren bekannt, dass es hier so eine Special Limited Extended Edition kommt. Das heißt also, wir haben hier wieder wie bei Herr der Ringe Trilogie die Extended Version, aber diesmal hat man sich hier nochmal ein bisschen mehr Mühe gemacht und zu dieser Extended Version gibt es hier nochmal ein Weta-Modell. Wer Weta kennt, Weta ist eine sehr exklusive Firma, die Skulpturmodelle von Filmen und von irgendwelchen anderen Sachen. Da gibt es von so vielen Sachen Modelle, sehr detailtreu. Auch die ganze Reihe von der King Kong-Serie von Peter Jackson wurde von Weta modelliert. Und auch alles handbemalt, also das sind alles Einzelstücke und die werden auch alle nur per Hand hergestellt. Dann hat man hier die Extended Edition, auch in der 3D-Fassung. Natürlich muss man hier auch wieder die Discs wechseln, ist ganz klar, musste ja man schon bei dem ersten Teil. Und die tolle Umverpackung ist auf jeden Fall ein Kauf wert, sage ich. Also das sollte man als Sammler definitiv besitzen. Das Ganze ist jetzt auch für 69,99 € zu haben. Wenn ihr jetzt bestellt, habt ihr natürlich diesen Preisgarantie, oder die Preisgarantie von Amazon. Ne? Das Ding kann also noch locker teurer werden, aber vielleicht auch preiswerter. Und somit, wenn es preiswerter wird, dann habt ihr natürlich oder die Vorverkaufsgarantie und dann wird der Preis euch im Kundenkonto natürlich angepasst. Wer jetzt natürlich noch sagt, 69,99 € zu teuer, sorry, dann ist demjenigen nicht mehr zu helfen. Guter Preis und hier stimmt definitiv das Preis-Leistungs-Verhältnis mit 5 Discs in 3D in der Extended-Version und dann noch mit diesem tollen Weta-Modell und diese schöne Umverpackung. Also muss man ganz klar sagen, auf jeden Fall für jeden Sammler ist das so ein Kronjuwelchen, definitiv. Und deswegen habe ich es auch schon vorbestellt. Jetzt könnt ihr es noch hier vorbestellen, wenn ihr mal schaut. Und ist auf jeden Fall ziemlich cool. Die Lauflänge bei der Extended-Version soll so auf circa
15 Minuten geschätzt werden. Das ist noch nicht hundertprozentig so ganz klar. In vielen Foren wird viel Müll geredet, beziehungsweise gibt es viele Gerüchte. Ich habe schon 10 Minuten gehört, ich habe schon eine halbe Stunde gehört, 14 Minuten und so weiter und so fort. Aber die meisten Aussagen sind so 14 bis 15 Minuten. Bitte bombardiert mich jetzt auch nicht unten in den Kommentaren von wegen, das sind genau 14,3 Minuten. Es ist so. Es ist ja auch jetzt nur ein Richtwert. Und wer das weiß, der weiß das. Und ich möchte jetzt auch hiermit nur eine Kaufempfehlung für euch aussprechen, falls ihr noch nicht gesehen habt, dass es diese Edition jetzt gibt. Ja, das war's auch schon von mir. Also wie gesagt, Der Hobbit, eine unerwartete Reise in der Extended-Version, 3D, 2D, Sammler-Edition mit Veta-Statue, solltet ihr auf jeden Fall euch holen. Und einmal bei Cede die Limited Predator Heat Edition für 59,99 Euro plus eventuell Zoll. Das stellt sich noch raus. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es freut euch. Und ihr bestellt das reichlich. Denn das sind zwei Sammler-Editionen, die man auf jeden Fall haben muss. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann, euer Andi von Andis Kinoblog. Ciao, macht's gut.